Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Pilzefilm. Doch, ich fahre jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt kommen wir hier in den Wald rein. Vielleicht werde ich mein Auto abstellen und dann turne ich mal in den Forst. Ja, aber wir werden Pilze finden, verspreche ich euch. Also, viel Spaß mit dem Film. Prüff, prüff. Mein Auto habe ich jetzt abgestellt und jetzt gehen wir hier in den Wald rein mal. Ja, hier stehen ein paar junge Flaschenboviste. Die sind übrigens essbar. Ja. Also solange die so im Fleisch sind, kann man die essen. Schön fest. Oh, was wächst denn da? Ja, das ist ein Goldröhrling. Goldröhrling und der Butterpilz sind vom Design her quasi identisch. Der Goldröhrling allerdings steigt dann doch seine goldgelbe Farbe auf, auf dem Anschnitt, seht ihr? Ja, wie Champignons kommen hier Flaschenboviste aus dem Substrat. Schöne junge Teile. Ich werde mir gleich, wenn ich genug habe, die noch als Füllpilze mitnehmen. So, Trüffelhund ist natürlich auch dabei, damit wir auch schöne Pilze finden. Ja, und hier stehen wieder falsche Pfifferlinge. Aber die habe ich schon mit so Genüge gezeigt. Auch hier ein kleiner gelber Täubling. Wie gesagt, mehr als Füllpilz. Ich werde ihn trotzdem mitnehmen. Es ist zwar kein so besonders guter Speisepilz, dieser hier, der gelbe. Ich nehme an, das ist ein Moortäubling. Aber stinkt, muss ich mal näher bestimmen. Ein Babysteinpilz. Nehmen wir auch mit. Ja, ich befinde mich hier auch wieder in einer Niederung. Also in einer Feuchtniederung an einem Osthang diesmal. Und also hier wachsen Pilze, auch nicht essbare Sorten. Was wächst denn da hinten? Das sieht aber interessant aus. Ja, Leute, das sind Pfifferlinge. Nehmen wir mit. So, hier steht eine Gruppe Fichtenblutreizker. Trüffelhund guckt sie sich gerade. Ja. Ja, zur Familie der Raufüße gehört dieser Pilz. Das ist ein Birkenpilz, ein Birkenröhrling. Ja, guck mal, was ist das? Ein Pfifferling, ein Einsamer. Ach, ist das schön, hier so ein richtiger Urwald. Man hat das Gefühl, hier quasi der Erste zu sein. Ja, hier steht alles voller Täublinge. Und wenn man sich dann ganz genau hier anguckt, diese Täublinge, dann haben die einen roten Stiel und einen roten Hut. Und wenn man die probiert, brennt es sofort auf der Zunge. Als wenn man so beim Chinesen Sambal Oelek probiert. Aber so hier in den kleinen Fichten am Rand, das ist auch die Welt der Maronen. Hier habe ich einen schönen Maronenröhrling. Guckt euch den mal an. Sofern mir die Maden den übrig gelassen haben, aber der ist ziemlich fest im Fleisch. Wo sich dieser schöne Wald befindet, werde ich euch natürlich verraten. Ihr müsst dann nur gleich mal unten in die Anmerkungen unter diesem Player gucken. Da werde ich die GPS-Daten bekannt geben. Die gebt ihr dann bei Google Maps ein. Dann wisst ihr, wo diese Stelle ist. Ja, hier stehen zwei Schopftintlinge. Ja, die sind noch jung genug zu mitnehmen. Wenigstens der linke. Ja, ich habe den einen gerade mal abgemacht. Ich glaube nicht, dass ich den heil nach Hause kriege. Der hat sich schon unten so leicht geöffnet. Der setzt auch schon langsam an zu zerfließen. Also den lasse ich doch besser hier. Das ist ein junger Fichtenporling. Thank you.
Ja, dass es jetzt so langsam losgeht mit den Pilzen, auch hier bei uns im Sauerland, das zeigt auch dieses Korallenwachstum und die kleinen Pilze, die jetzt überall kommen. Ja, hier steht Flor vor ein paar Düngerlingen, nehme ich an. Ja, hier stehen ganz interessante Pilze. Die sind lila. Also ich kenne sie nicht, ich muss die mal nachschlagen, ich nehme sie mal genau auf. Wachsen hier aus dem Laubwald. Der Hut ist am Rand gerieft. Lamellenbreit, nicht angewachsen am Stiel, also frei. Ja. Und so, jetzt rieche ich mal dran. Also ganz unangenehm nach Erde. Ganz unangenehm nach Erde. Ja, hier habe ich auch noch was gefunden. Also aus wie eine Ziegenlippe. Ja, die grober Schwamm. Seht ihr, Ziegenlippe? Ja, nehme ich auch mit. Hier auf einen Fichtenstuten, da kommt ganz, ganz junger Hallimarsch. Ja, hier wachsen wieder Goldröhrlinge. Mal gucken, was wir davon gebrauchen können. Ja. Wieder übermütig. Ja, hier steht ein grauer Wulstling. Den lasse ich aber im Wald. Rettichpilz. Was für ein schönes Marönchen. Also das hier ist so ein richtig schöner Wald, wo ich sagen würde, Mensch, hier müsste es normalerweise Steinpilze geben, hier müsste es Pfifferlinge geben, ja, hier müsste es vor allen Dingen um diese Jahreszeit schon Trompetenpfifferlinge geben, aber es ist rein gar nichts. Gar nichts, also wirklich wenig Pilze. Der Artenreichtum ist da, aber nicht die Masse, also nicht die Menge. Auf ein paar Fichten Blutreizger. Ja, das ist ein Perlpilz. Den nehme ich natürlich auch mit. Und auch Pfifferlinge stehen hier auf dem Weg. Ja, das sind Haarschleierlinge. Also wer den hier mitnimmt als Rüttelritterling, der wird eine böse Überraschung erleben. Wenn man hier reinguckt in die Lamellen, das braune Sporenpulver. Finger weg, Leute! Ja, hier mitten auf dem Weg, quasi mitten im Wald, ein Babysteinpilz. Also kommen Sie so langsam. Ja, und noch ein Schwammpilz. Das ist einmal Röhnchen, das wandert auch ins Körbchen. So Leute, das war's mal wieder von mir, dem Charlie, mit dem Pilz zu suchen. Ja, was muss ich sagen? Es sind zwar viele Arten da, aber immer nur einer. Ja, also ein Birkenpilz, ein Steinpilz, vielleicht mal zwei, drei Fichtenblutreizger. Ja, vielleicht auch mal 6, 7 Pfifferlinge, aber das ist alles nicht das Wahre. Vielleicht gibt es diesen Herbst noch was mit den Pilzen. Warten wir es mal ab. Ja, ich melde mich wieder, sage noch viel Spaß mit diesem Film und trüff euch an.